Hallo und herzlich willkommen bei Olsen. Mein Name ist Olsen und heute beschäftigen wir uns mit einer Stoffgruppe, die nennt sich Triketone. Tri für drei. Wir haben drei Carbonylgruppen oder drei Ketongruppen, die sich an 15 Kohlenstoffatome binden. Ich nehme mal ganz gerne als Beispiel, weil es eben auch zu dieser Stoffgruppe dazugehört. Die Sesquiterpenketone bestehen aus 15 Kohlenstoffatomen. Und einem Ketonatom, was sich damit anhängt, hier haben wir quasi 15 Kohlenstoffatome und drei Carbonylgruppen, Ketongruppen, die sich an diese Moleküle hängen und dadurch nochmal ein bisschen speziellere und ein bisschen besondere Eigenschaften als die Sesquiterpenketone, sind aber genauso hautverträglich. Eines der bekanntesten Stoffe ist das sogenannte Leptospermone. Das würden wir finden in dem ätherischen Öl der Manuka. Dort mit bis zu teilweise 25%. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch noch die Mandarine mit aufgeschrieben oder auch andere Zitrusfrüchte. Aber in der Mandarine würden wir dieses Nootkarton bis zu ca. 0,01% finden. Hat aber eben bedingt durch seine speziellen Eigenschaften auch dort unfassbar interessante Wirkweisen. So, und was ist jetzt das Besondere an den Triketonen? Triketone gehören genauso wie die Diketone zu der Stoffgruppe der Sesquiterpenketone, aber wie eben schon erwähnt, Diketone und Triketone haben einfach nochmal ein paar Eigenschaften obendrauf zu den Sesquiterpenketonen, die wir jetzt hier mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir finden Diketone, Triketone eh schon sehr, sehr selten in ätherischen Ölen. Triketone wäre jetzt zu nennen auf jeden Fall das ätherische Öl der Manuka, wo wir relativ hohen Anteil, glaube ich, bis knapp 25% an Triketonen, explizit dem Leptospermone, enthalten haben. Und es wirkt sehr, sehr hautfreundlich, antibakteriell, antiviral, schleimlösend, aber als sehr, sehr besondere Eigenschaft der Triketone stark juckreizstillend. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die wirklich unfassbar interessant ist bei vielen Leuten, die Probleme mit ihrer Hautflora und ihrem Hautbild haben. Auf geistiger, seelischer Ebene wirken sie ebenfalls zur eigenen Mitte führend, ausgleichend, mich wieder ein bisschen mehr zu mir bringend, genauso wie die Sesquiterpenketone und die Diketone. So, und thematisch gerade dieses Thema juckreizstillend bei den Triketonen, das wollten wir jetzt mal ein bisschen abholen in eine Rezeptur für euch und würden gerne mit euch ein juckreizstillendes Shampoo basteln. Und zwar bräuchtet ihr dafür 250 ml von einer neutralen Flüssigseife. Dort gebt ihr hinzu 10 Tropfen vom ätherischen Öl der Manuka, 5 Tropfen vom ätherischen Öl des Teebaums und dann ergänzend dazu, natürlich auch super interessant fürs Hautbild und die Hautflora, 15 Tropfen vom Lavandula angustifolia, dem Lavendelfein. Und dann, so ein bisschen mein Liebling, auch für den Geruch und als Fixateur, gebt ihr bitte noch dazu 20 Tropfen vom ätherischen Öl der Grapefruit. Ihr könnt das Ganze mit einem Holzspatel oder mit einem Glasrührstab gut unter die Flüssigseife unterheben und untermischen. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr es in der Flasche habt, einfach wirklich gut durchschütteln. Es verteilt sich ziemlich gut, weil die Flüssigseife hier als Emulgator fungiert und die ätherischen Öle ganz gut aufnimmt. Habt ihr es ausprobiert? Habt ihr Kommentare und Feedback dazu? Schreibt es uns gerne unter das Video in den Kommentaren. Ansonsten da oben im Kanal, da ist so eine Glocke hier im YouTube-Kanal. Die dürft ihr gerne drücken und unseren Kanal abonnieren, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Uns weiterverfolgen und dann werdet ihr auch informiert, sobald weitere Videos online gehen. Empfehlt uns gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis oder aber wenn ihr Leute kennt, die sich mit dieser Thematik ätherische Öle, Naturheilkunde befassen und wo ihr denkt, damit es sie vielleicht interessieren könnte. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Sagt bis dahin Tschüss. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer Olsen von Olsen. Ciao, macht's gut. This year I'm set off marching, walk all day. He know he wasn't alone and all should be that way. Every morning he gets up and goes to work again to make his dream.